Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute nehme ich euch bei der Zubereitung unseres Abendessens mit. Es gibt heute Basmati-Reis mit Lachs in einer Dillsoße. Das Ganze wird jetzt gleich zubereitet im Thermomix. Bevor es losgeht, lasst einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefällt und natürlich ein Abo, sofern ihr noch keins da gelassen habt. So, legen wir mal mit den Zutaten los. Wir brauchen natürlich als Grundlage erstmal Wasser und Salz. Darin wird dann der Basmati-Reis gekocht. Der Lachs wird dann oben im Varoma zeitgleich gegart. Es kommt auch noch ein Schuss eigentlich Olivenöl rein. Ich habe aber keins mehr da. Mit Rapsöl klappt es genauso gut. Ja, damit der Reis halt schön locker wird und nicht klebt. Für die Soße brauchen wir eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, später noch zwei Brühwürfel. Wir brauchen Pfeffer, Chiliflocken, Schlagsahne, Butter, Speisestärke, Dill und Tomatenmark. So, dann mal los. Ich habe jetzt hier in dem Thermomix 1,2 Liter Wasser drin, Pi mal Daumen. Da kommt jetzt ein Teelöffel Salz hinzu. Dann kommt Öl rein. 20 Gramm. Wie gesagt, normalerweise Olivenöl. Ich nehme aber jetzt hier Rapsöl. So, noch ein Schlückchen. Dann kommt das Garkörbchen rein. In das Garkörbchen kommt der Basmati-Reis. Hier wird jetzt empfohlen für 4 Personen 250 Gramm. Ich mache das jetzt so ein bisschen Pi mal Daumen, weil wir nur zu zweit sind und dann nicht ja, ganz so viel brauchen. Ich verrühre den Reis immer so ein bisschen, dass er schon mal von allen Seiten gut nass ist, ehe es losgeht. So, gut. Dann kommt der Deckel hier drauf, natürlich ohne den Messbecher, weil wir jetzt den Varoma aufsetzen. Zwei Lachsfilets sind drin, nach Rezept könnte man es auch mit vieren machen. Aber wie gesagt, wir sind zu zweit. Die Filets werden jetzt mit etwas Pfeffer und etwas Salz gewürzt. Dann geben wir den Deckel noch hier oben drauf. Und das Ganze wird jetzt 17 Minuten auf Varoma und Stufe 1 gegart. Wir sehen uns gleich wieder. Sind wir wieder. Die 17 Minuten sind jetzt rum. Den Varoma stellen wir mal zur Seite. Der Lachs ist gut durch. Dann sollen wir den Reis rausholen. Ich probiere mal, ob der richtig durch ist. Super. Ich packe das Garkörbchen mit dem Reis immer auf so einen Suppenteller drauf. Und dann packe ich den zum Warmhalten mit Alufolie ab. So bleibt es gut warm. Jetzt sollen wir den Mixtopf leeren. Das Wasser wird einfach weggegossen. Wartet, ich drehe euch mal so ein bisschen runter. Dann kommt eine Zwiebel rein. Also exakt wären 60 Gramm. Wie gesagt, auch hier Pi mal Daumen. Eine Knoblauchzehe, dann den Deckel drauf und den Messbecher rein und 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Er fängt jetzt langsam an, weil er heiß ist. Ne? Zwiebel mit dem Spatel runterschieben. Ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht. Gut zerkleinert. Jetzt kommt etwas Butter dazu, 10 Gramm in etwa. So. Sogar exakt. Dann den Deckel mit dem Messbecher hier drauf und das Ganze dann 3 Minuten bei 120 Grad auf Stufe 1 dünsten.
Die Zwiebeln sind jetzt fertig gedünstet, das dampft ganz gut. Jetzt kommen 400 Gramm Sahne rein. Ihr könnt natürlich auch die leichte nehmen oder theoretisch würde ich sagen, geht das auch mit Milch. Vielleicht so 50-50 mit Milch gemischt. Dann ist es nicht ganz so mächtig. Aber die Sahne läuft eh bald ab. Die muss weg. So, das hätten wir. Jetzt kommt entweder die selbstgemachte Gewürzpaste, die habe ich aber jetzt nicht da, oder Gemüsebrühe, 2 Würfel. So. Dann kommen 1,5 Esslöffel Tomatenmark rein. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen nach Augenmaß. So, müsste passen. Dann kommen 2 Stängel Dill abgezupft rein. Ich nehme, wie gesagt, den tiefgefrorenen. Dann landet auch nichts im Müll. Jetzt 2 Prisen Chiliflocken. Oder auch 3 oder 4, je nachdem, wie scharf ihr es mögt. Dann 1 Teelöffel Speisestärke. Dann setzen wir den Deckel mit dem Messbecher wieder auf und das Ganze wird jetzt 5 Minuten auf 98 Grad und Stufe 1,5 gekocht. Die Soße ist jetzt fertig. Ich habe in der Zeit schon mal angerichtet und auch noch einen kleinen Gurkensalat gemacht. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!